Ja, es ist schon noch gut, hier auch noch leibhaftig da zu sein und einige zu sehen von euch, die ich gestern im Zoom schon gesehen habe und jetzt hinter der Maske gar nicht so richtig erkenne. Nach der Musik vom Himmel tanzen. Ich muss euch sagen, die Idee ist nicht von mir. Und jetzt erzähle ich euch, wie ich auf das Bild gekommen bin. In den Tätigkeiten von den letzten 15, 20 Jahren war in theologische Bildung fördern, Qualität entwickeln, gute Programme entwickeln, europaweit, teilweise auch weltweit. Ich habe viele theologische Schulen besuchen können in Europa und international. Und eine war besonders markant. Das war in Kroatien, in Osijek. Da gibt es das evangelisch-theologische Seminar und ich war dort für eine Konferenz und da saßen 40 zusammen, Leiter und Leiterinnen von Bibelschulen und Seminaren aus dem ganzen Balkan bis nach Osteuropa hinein, von der Ukraine, Rumänien, Bulgarien bis nach Serbien, Kosovo, Albanien, Mazedonien, all diese Länder, das muss man sich mal vorstellen. Da sitzen Leute zusammen von all den Ländern und manche von den Ländern waren im Krieg miteinander und man betet und singt und beratet und denkt über eine Frage nach. Welche Art von Bildung brauchen Missionare und Pastoren in der Gegend? Zum Gemeinden entwickeln und bilden. Das war das Thema. Der Leiter dieser theologischen Schule war der Peter Kusmitsch und er hat einen Leitsatz geprägt und der Leitsatz heißt Hoffnung. Hoffen heißt die Musik vom Himmel hören. Glauben heißt heute und jetzt nach dieser Musik tanzen. Den Satz habe ich nicht mehr vergessen. Und er hat mich so bewegt über die Jahre, dass es dann halt jetzt ein Buchtitel war. Und die Pointe kommt noch, als die Tagung vorbei war, sind alle wieder in ihre nach Hause gegangen und wir sind zusammen als Westeuropäer zum Flughafen gefahren. Und während wir im Auto sitzen, kam ein WhatsApp herein, ein Auto, das südwärts gefahren ist. Ich weiß nicht mehr, in welches Land genau. Da waren fünf Leute in dem Auto von fünf verschiedenen Ländern und sie haben uns eine Message geschickt. Jetzt müsst ihr hören, was passiert ist am Zoll. Und wir haben fünf Pässe herausgesteckt und er hat die fünf verschiedenen Pässe gesehen. Und hat ins Auto geschaut. Er hat es nicht glauben können. Und der Fahrer hat geistesgegenwärtig gesagt, weißt du, wir kennen Jesus, es ist möglich. Und mit einem Schlag war mir klar, was der Peter Kusmitsch gesagt hat, die Musik vom Himmel hören und die Welt der Nacht, hier in der Welt der Nacht tanzen, das ist es genau. Und ich habe mich immer wieder gefragt, wie das passieren kann, dass wir das hören und dann in unserem Leben, in unserem Beruf und Ehen und Familie anfangen, nach dieser Musik zu tanzen, auch mit Stolpern verbunden. Und wenn man auf diesen Weg gehen möchte, muss man sich da anhängen, von dem, wo vom Himmel gekommen ist und wo uns die Musik vom Himmel in die Welt gebracht hat. Und wenn man in seine Fußstapfen kommt und ihm nachfolgen, dann können wir den Rhythmus aufnehmen, den himmlischen Rhythmus. Man sagt dem Jüngerschaft oder Nachfolge, aber ich sage es jetzt in anderen Worten. Und dieser Nachfolgespur haben wir im Bibelflash nachgespürt. Und interessanterweise nimmt der Matthäus uns in eine ganze Reihe auf Bergtouren mit. Und heute machen wir noch mal eine Bergtour. Diese Bergtour ist im Kapitel 17 und 18.
Ich mache es heute Morgen wieder so wie in der Bibelflash. Die biblischen Texte müssen wir dreimal lesen, wie auf drei Bühnen. Die erste Bühne ist, wir gehen in die Geschichte von damals hinein. Wir hören mit, wir laufen mit, wir sehen die Jünger und Jesus und sind einfach vor Ort, wo das genau ist. Und das ist die erste Bühne, die wir jetzt hineingehen wollen. Und ich lese aus dem Kapitel 17. Kommt mit auf diese Reise. Nahm Jesus Petrus, Jakobus, dessen Bruder Johannes mit sich, stieg mit ihnen auf einen hohen Berg. Die, wo im Flash dabei sind, haben das schon mal gehört. Er nimmt sie mit auf einen höheren Berg. Dort veränderte sich vor ihren Augen sein Aussehen. Sein Gesicht begann zu leuchten wie die Sonne. Seine Kleider wurden strahlend weiß wie das Licht. Auf einmal erschienen ihnen Mose und Elia. Die Jünger sahen, wie die beiden mit Jesus redeten. Da ergriff Petrus das Wort. Herr, sagt er zu Jesus, wie gut ist es hier. Das ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose, eine für Elia. Während er noch redete, kam plötzlich eine leuchtend helle Wolke, warf ihren Schatten auf sie und aus dem Wolken sprach eine Stimme. Dies ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude. Auf ihn sollt ihr hören. Die Stimme versetzte die Jünger so in Schrecken, dass sie sich zu Boden warfen mit dem Gesicht zur Erde. Jesus aber trat zu ihnen, berührte sie und sagte, steht auf, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Und als sie aufblickten, sahen sie niemand außer Jesus. Unsere Übersetzung und Bibel machen meistens Übersetzung und Bibel machen meistens einen Absatz und nehmen die Geschichte einfach so für sich alleine. Aber wir dürfen hier nicht aufhören. Und jetzt, wir nehmen die Zeit nicht, das weiterzulesen, aber was jetzt kommt, auf dem Berg kann man die Musik vom Himmel hören, aber tanzen nach der Musik muss man unten im Tal. Und der Text geht weiter, und als sie hinabstiegen. Und wenige Verse später heißt es, als sie wieder bei der Menschenmenge waren, wieder ankommen in der Wirklichkeit vom Alltag. Das gehört dazu. So geht die Geschichte weiter. Wenn man nur so ganz schnell darüber geht und zusammenfasst, was da nachher kommt, das heißt, steht auf, wir gehen weiter. Der Berg ist nicht der Ort vom Verweilen. Er ist wichtig. Jetzt ist das Eintauchen in die Begegnung mit Gott, aber dann steht auf. Das sagen wir auch in einer halben, dreiviertel Stunde so. Wir bleiben nicht hier drin, wir gehen wieder raus in die Menschenmenge und dort wird getanzt im Alltag. Wenn man das kurz durchgeht, sie kommen kaum herunter vom Berg, kommen böse Mächte, Menschen, die gefangen sind in bösen Mächten. Jesus redet vom Leiden. Dann wird diskutiert, wer ist der Größte, wer ist der Mächtigste. Und Jesus bringt das Kind. Und ist das Rede, die Rede von den Geringgeachteten, die nichts zählen in der Gesellschaft. Und dann von verirrten Schafen, verlorenen Schafen, dem er nachgeht. Ein Problem nach dem anderen. Das ist der Alltag. So ist das Leben. Eins nach dem anderen. Konflikte, Diskussionen, auch in der Gemeinschaft, Auseinandersetzungen. Und dann, und jetzt muss man genau hier hören, im Kapitel 18, Vers 20, der Satz, wo ich vermute, dass die Jünger aufgehorcht haben. Wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, dann bin ich mitten unter ihnen. Wo? Auf dem Berg oben? Nein, nicht auf dem Berg oben. Unten in der Welt, im Alltag, mittendrin in den Problemen, in der Konfliktsituation, wo man diskutiert, was ist Sünde, was ist nicht, wie geht man da mit um, Stress. Und dann heißt es, wenn ihr eins werdet, wenn zwei oder drei zusammenkommen, bin ich mittendrin, da bin ich da. Mich nimmt es Wunder, was der Petrus gedacht hat. Komm, wir bleiben doch oben.
wir bauen eine Hütte, ist doch schön, da will ich immer bleiben, das ist doch gut. Aber Jesus sagt, steht auf, jetzt gehen wir runter in die Menschenmenge. Und da unten, dort sagt er, ich bin bei euch. Mittendrin bin ich bei euch. Das ist die erste Bühne. Jetzt machen wir einen kleinen Sprung. Vielleicht nur 20, 30 Jahre. Aber die Geschichte ist ja erzählt worden, ist auch aufgeschrieben worden von Matthäus. Matthäus hat es erzählt irgendwo im griechischen, römischen Reich, wahrscheinlich in Syrien. Manche denken in Antiochien, aber es spielt nicht so eine Rolle. Aber jetzt stellen wir uns die erste Gemeinde vor. Jetzt sind wir nicht mit Jesus unterwegs, jetzt sind wir in der Urgemeinde, erstes Jahrhundert. Und die Augenzeugen sind dabei. Alle die Jünger, die es gesehen haben, die dann die Evangelien geschrieben haben und die erzählen, aus dem Predigen, Lehren heraus sind die Evangelien entstanden. Die erste Gemeinde hat zugehört, ein anderes Publikum, die zweite Bühne. Was haben die wohl gehört? Das kann man nicht so genau wissen, weil es nicht dasteht, aber man kann es ein bisschen erahnen. Ich sage nur ein Element, wo ich denke, dass sie aufgehorcht haben. Im Kapitel 18, Vers 17 kommt das Wort in unseren Übersetzungen Gemeinde, Ekklesia. Ja, so haben die ersten Christen sich genannt. Was Jesus genau gesagt hat, weiß man nicht. Er hat aramäisch geredet, aber im Evangelium, in Matthäus heißt es Ekklesia. Das ist das Wort, der Namen, wie sich die Gemeinde zuerst genannt hat. Vielleicht hat man beim Zuhören der Geschichte gedacht, die haben es gut gehabt. Die ersten Jünger, so wäre das gut gewesen. Ich wäre auch gern dabei gewesen. Aber wir können nicht dabei sein. Aber die damals, das war noch einfacher. Da konnte man noch alles glauben. Da war man mit Jesus unterwegs. Aber jetzt sind wir nicht mit Jesus unterwegs. Und niemand, wo nach 20, 30 Jahren dabei waren, war mit Jesus auf den Bergen, hat so Dramatisches erlebt. Nein, man hat Geschichten gehört. Und man hat die christliche Gemeinschaft, die Ekklesia, dort, wo sie zusammenkamen. Wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, dann bin ich dort. Mitten in der Welt. Momente, wo man zusammenkommt, wo man miteinander die Musik vom Himmel hört und miteinander in dieser Welt im Alltag danach tanzen. Und jetzt noch die dritte Bühne. 2000 Jahre später, heute Luzern in der Schweiz im 21. Jahrhundert. Jetzt sind wir dran. Was passiert, wenn wir das hören? Denken wir vielleicht. Ja, dazu mal, das wäre natürlich cool, mit Jesus auf den hohen Berg und die Wahnsinnserscheinungen zu haben. Oder vielleicht denken wir auch, vielleicht haben wir es wie der Petrus, lasst uns Hütten bauen. Also ständig im seligen Moment, in endlosen Worship, immer bei Jesus, immer versenken in ihn, immer ganz nah am Himmel. Und dann sagt Jesus, steht auf. Wir gehen hinunter zu den Menschen. Und ich weiß nicht, wenn du vom Berg runterkommst, vom symbolischen Berg, was begegnest du dann? Heute, wenn wir heimgehen, morgen, wenn es Montag oder Dienstag, Mittwoch ist, was begegnen wir uns dann? Und ich habe mich noch gefragt, was ist eigentlich Gottesdienst? Was wir heute als christliche Kirche und Gemeinde machen, ist ja gesagt Gottesdienst. Der Kern von der Sache, schon das deutsche Wort Gottesdienst ist nicht ganz unproblematisch. So gibt es in der Bibel nicht. Wer dient eigentlich wem, wo, wann? Ich predige ziemlich viel. Ich tue mit Teams Gottesdienste gestalten. Ich habe Gottesdienstlehre gelehrt an vielen Schulen. Und ich habe mir immer gefragt, wann ist ein guter Gottesdienst ein Gottesdienst? Und alle die, wo mitmachen in einem Gottesdienst, Musik, Moderation,
Predigt, werden am Schluss angesprochen und sagt, du, heute war es wirklich gut. Gott war da, hat mich berührt. Wenn das in meiner Gemeinde fragt, gebe ich unterschiedliche Antworten, frage ich kritisch zurück. Du, das wissen wir doch noch gar nicht, ob das ein guter Gottesdienst war. Das hat nicht nur mit momentaner Erfahrung auf dem Berg zu tun. Und wie du dich jetzt gerade am Ausgang fühlst, nachher, ob das ein guter Gottesdienst war, erweist sich am Montag, am Dienstag und am Mittwoch und am Donnerstag. Das heißt, ist es ein Gottesdienst, wo die Musik so in uns war, dass wir am Montag, Dienstag und Mittwoch auch danach tanzen können. Solche Gottesdienste wünsche ich mir, wo Bergerfahrungen sind, auf Gott hören, auf Jesus hören, nur noch ihn sehen, wie es heißt, Lieder, Musik, Worship, wo uns hineinnimmt in die Ausrichtung. Dann steht wieder auf. Tanzen nach der Musik tun wir im Alltag. Morgen und übermorgen. Ein Satz, wo mich begleitet, wo jemand mal gesagt hat, wer in Gott eintaucht, taucht bei den Menschen auf. Das finde ich so cool. Wer in Gott eintaucht, taucht bei den Menschen auf. Weil unser Gott ist ein Gott, der bei den Menschen ist. Wenn Gottesdienst nur eintauchen in Gott ist und nicht auftauchen bei den Menschen, dann haben wir irgendwo den roten Faden verloren. Eintauchen in Gott, Musik vom Himmel hören, damit man in der Welt, in den Menschen, wo wir morgen und übermorgen mit ihnen zusammen sind, auftauchen. Jetzt muss ich schauen, dass ich die Zeit einhalte. Weil ich mit einem Tanzgebet abschließen möchte. Vielleicht einen Übergang zum Abendmahl. Das Bild vom Tanzen ist nicht neu. Ist auch nicht von mir erfunden, wie ich schon gesagt habe. In der Geschichte der Kirche hat man das immer gebraucht. Christ sein, Mensch sein, als Gottes Tanz. Und eine Frau, die das auf ganz faszinierende Art und Weise gelebt hat und auch benutzt und geschrieben hat, ist Madeleine Delbrel. Ich weiß nicht, wer den schon kennt. Eine Französin im letzten Jahrhundert. Den ersten Eindruck, den sie gehabt hat, war eine Berufung ins Kloster. Dann kam sie dazu, dass die Berufung nicht im Kloster ist, sondern auf den Straßen von der Pariser Vorstadt. Damals, in 1920, war das ein Industrieort, sehr sozialistisch, atheistisch, Arbeitervolk, kaum Christen oder Kirchen dort. Und sie hat eine Berufung wahrgenommen, dort gehöre ich hin, auf die Straße, zu den Leuten, bei den Leuten, in den Beizen am Abend, mit den Arbeitern und etwas von dem himmlischen Tanz tanzen, bei den Menschen. Das war ihre Berufung. Es gibt ein Gebet, das sie formuliert hat, und das möchte ich gerne lesen, als ein Gebet, das wir zu unserem machen können, Gottestänzerinnen und Gottestänzer werden in der Nachfolge von Jesus. Wenn wir wirklich Freude hätten an dir, o Herr, könnten wir dem Bedürfnis zu tanzen nicht widerstehen, das sich über die Welt hinausbreitet. Wir könnten sogar erraten, welchen Tanz du getanzt haben willst, indem wir uns den Schritten deiner Vorsehung überließen. Denn ich glaube, dass du genug hast von den Leuten, die ständig davon reden, dir zu dienen mit der Miene von Feldwebeln, dich zu kennen mit dem Gehabe von Professoren, zu dir zu gelangen nach den Regeln des Sports. Um gut tanzen zu können, mit dir oder auch sonst, braucht man nicht zu wissen, wohin der Tanz führt, man muss ihm nur folgen. Darauf gestimmt sein, schwerelos. Vor allem darf man sich nicht versteifen.
Man soll dir keine Erklärungen abverlangen über die Schritte, die du zu tun beliebst, sondern ganz mit dir eins sein, lebendig, pulsierend, einschwingend in den Takt deines Orchesters, den du auf uns übertragen möchtest. Wir aber, wir vergessen oft die Musik deines Geistes. Wir haben aus unserem Leben eine Turnübung gemacht. Wir vergessen, dass es in deinen Armen getanzt sein will, dass dein heiliger Wille von unausschöpflicher Fantasie ist. Gib, dass wir unser Dasein leben, nicht wie ein Schachspiel, bei dem alles berechnet ist, nicht wie ein Wettkampf, bei dem alles schwierig ist, nicht wie ein Lehrsatz, bei dem wir uns den Kopf zerbrechen, sondern wie ein Fest ohne Ende, bei dem man immer wieder dir begegnet, wie einen Ball, wie einen Tanz, in den Armen deiner Gnade, zu der Musik deiner allumfassenden Liebe. Herr, komm und lad uns ein. Amen. Manchmal stelle ich mir vor, manchmal stelle ich mir vor, unsere Kirchengemeinden sind Tanzschulen. Das wünsche ich euch auch, dass ihr eine Tanzschule in Luzern sind, wo die Musik vom Himmel hören, wo euch befähigt, in dieser Stadt und dem Umfeld nach diesem Umfeld zu tanzen.